So, meine lieben Freunde, es geht natürlich weiter mit One of the Torment, Folge Nummer 45 jetzt. Noch ein bisschen ohne Plan, muss ich ehrlich zugeben, aber naja, wie schon letztes Mal werden wir jetzt noch ein bisschen Truppen schnetzeln. Wir können uns jetzt mit einem anlegen und ich wollte noch mal gucken hier. Truppengröße. Gefechtsgröße. Stelle ich doch mal auf 121. Damit die Schwierigkeit noch auf 24 bleibt. Ja. Stellen wir mal hoch. Perfekt. Gut, dann gehen wir wieder ins Wegereich. Hier haben wir noch einen 33er. Ja, der ist mir zu schnell, das wird wieder zu lange dauern. So also ein 66er. Der 95er, der will, der will, der will, der will, der will. Will der ernsthaft? Meint er, der ist so stark? Ich kann auch irgendwie nicht mehr so mit denen unter vier Augen kämpfen. Ich weiß nicht warum. Was haben die so viele Reiter, die Wegeleute? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber egal. Ach, unsere Fahne. Macht das schon. Sollen das unsere Bogenschützen? Ich will jetzt was von den Bogenschützen sehen. Die müssen mal ein bisschen was zeigen hier. Nix aus den besten Bogenschützen sollte eigentlich. Gott, der hat eine volle Reiterarmee. Ist jetzt doch ein bisschen blöd. Nice! 1-0 für uns. Sieht das gerade aus, sieht der ganze Pfeilhagel. Nehme ich auch mal mein Schild raus, ja. 2-0. Infanterie zum Angriff. Kavallerie zum Angriff. Ich mache mal wieder ein bisschen Taktik hier. Ich lasse mal meine Bogenschützen stehen. Lol, habe ich ihn umgehauen? Nice, ey. Ah, der hat Kerit-Leute. Die Reiternation-Leute, okay. Ich weiß auch nicht wieder nicht warum, aber hat sein eigenes Reich, wo er die Leute rekrutieren kann, ja. Ganzes eigenes Reich, so groß. Okay, mittlerweile nicht mehr so groß. Weil die Grünen das alles einnehmen, ja. Die Rodok-Leute. Rodok-Nation ist stark. Lol. Okay. Was ist mit dem gerade passiert? Das weiß ich nicht. Schneller Sieg, meine Freunde. Aber warum kriegen die jetzt noch Unterstützung? Oh Gott, ich muss sie ablenken. Die rennen mir so schnell, meine Leute. Oh mein Gott. Ablenkung. Ablenkung. Ja, die meisten sollte ich abgelenkt haben. Gut. Das passt, das passt. Ich habe viele abgelenkt. Sehr gut. Warum immer die Huskarl? Sind es irgendwie die einzigen, die kämpfen oder was ist los? Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt haben wir in den letzten zwei Schlachten drei Stück verloren. Es können noch mehr werden, ey. Ah! Sterbt, ihr Blöden, ey. Habe ich jetzt nur, habe ich nur so 102 Truppen, ey, und dann kommen die mir mit sowas an, ey. Guck mal, Nordhuskarl bewusstlos, ey. Wie als ob die unteren Truppen schlechter sind, ey, besser sind, ey. Die Vorstufenveteranen. Ja, noch einer tot ist. Das regt mich jetzt wieder auf. Noch einer. Hä, kann doch nicht sein, dass alle meine Huskarl sterben. Muss ich mir jetzt wieder neue suchen, oder was ist los? Das ist doch nicht normal. Das nervt. Da bin ich jetzt ein bisschen angepisst. Muss ich ehrlich zugeben. Weil ich wollte schon so auf 30 Huskarl am Ende kommen. Die würden ja auch ganz schön reinhauen, eigentlich. Eigentlich, ja.
Also, auf wen warten wir denn jetzt noch? Oh, da hinten will noch einer kämpfen, oder was? Er ist auch tot. Das ist schon traurig. Du, mein Freundchen. Du kommst nicht weg. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist jetzt... 3 tot. Ah, okay, jetzt kämpfen wir noch gegen 11. Also, das ist doch lächerlich. Das ist doch echt lächerlich. Jetzt bin ich angepisst. Jetzt machen wir wieder eine Schlacht gegen 11 Stück. Verlieren wir wahrscheinlich wieder einen Huskarl. Das nervt jetzt wirklich. Also, das ist traurig. Gott, warum bin ich nicht mehr so schnell? Ist mein Pferd langsamer oder was? Ich habe das Gefühl, ich war mal schneller. Ach ja, ach ja. Kannst du nichts machen. Nicht mehr halt am Ende wieder andere Leute, ja. Aber welche? Vielleicht sind die saranitischen Leute ja ganz schön stark. Die saranitischen Reiter sind auf jeden Fall richtig stark. Das ist die Frage, wie die Infanterie ist. Wegeleute kann ich ja nicht mehr holen, leider, weil die haben ja mit mir Krieg angefangen. Die lustigen, Weg mit denen. Ach, Mann. Ich muss das essen. Ich bin sauer. Na, er hat es geschafft zu fliehen. Schade. Na, 15 haben wir noch. Aber wir haben Feinde. Sehr gut. Gefangene. Immerhin. Müssen wir gleich mal wieder Leute rekrutieren. Wollen wir uns vielleicht noch ein paar Surgeons holen, oder wie machen wir das? Wollen wir uns mal swadische Leute holen? Stand hier nicht irgendwo, ob das swadische Leute sind, oder ob das... Weil es sollten ja eigentlich. Weil im Herzen müssten das ja noch alles swadische Leute sein. Ja, 2 swadische Rekruten. Können wir mal von unseren Dörfern rekrutieren? Ne, wollen sie irgendwie nicht. Noch ein Huskarl, naja. Ah ja, naja. Warum hat der nur 20? Oder die? Ich hätte die nie zum Dingens machen sollen. Der hat gerade mal 20 Leute. Was soll denn das? Hier nach oben mit... Oh Gott, sehen die scheiße aus. Ich will die Gefangenen erstmal verkaufen. Haben wir keinen hier, keinen Lösegeldvermittler. Was soll denn das? Was soll denn das? Warum will sich mir keiner mehr anschließen? Immer nur so 2 Stück. Okay, jetzt konnten nicht mehr. Oh, ist das unnötig. Ja, der hat noch nicht mal Schuhe und meint hier Faxen machen zu müssen, oder was? Naja, ist halt gut, um die Bogenschießkunst zu verbessern, ne? Nein, Bogen bräuchte ich auch mal, weil den habe ich, glaube ich, schon ziemlich lange. Was ist das jetzt? Junge, da hinten, ey. Ich schätze die Höhe mal falsch ein, ne? Oh, der war schön. Der war schön. Ein guter Kopfschuss. Jetzt würde ich aber gerne trotzdem zur Schenke gehen. Hallo, wo sind die ganzen Lösegeldvermittler hin? Ist der oben? Ich will was verkaufen, Freunde. Ich habe ein paar Sklaven für euch. Was soll denn das? Ich gehe noch kurz zum Marktplatz. 26.000, es wird immer weniger. Ach, habe ich schon alles. Ne, ein zweites Rekrut ist noch. Gehen wir nochmal zur Burg. Vielleicht will ich uns irgendeinen
Jawohl, 4800, das will ich sehen. Vielleicht will es ja irgendein neuer uns anschließen. Sieht nicht danach aus. Aber 4800, das ist echt viel. Achso, ich habe ja auch gegen den 100er gekämpft, ne? Ich glaube, der war auch sehr wichtig für die. Na gut, freut mich doch zu hören. Sind wir halt um 4800 reicher. So, die Burg hat mittlerweile... Das ist 75, die hält sich, die hält sich. 40, da muss halt noch was her, aber... Da muss noch was her. Gut, dann gehe ich gleich nochmal zum... Nach Karawane. Lol, die stirbt eiskalt. Ja. Das ist eine Heldin, ey. Die hat echt keinen Plan vom Kämpfen. Oder nichts gegen Frauen, ne? Aber Kämpfe mit 9 Truppen gegen 12. Also das, ich sag mal nichts dazu. Ja, was ist das hier? Ist das Marktplatz? Ja. Schenke. Hallo, was ist denn los mit den Lösegeldvermittlern? Wo sind denn die? Habe ich die alle verkraut oder was? Nehme ich denen allen das Geld aus der Tasche? Ist auch keiner drin. Kann man nochmal weiter nach oben? Konnte man noch, oder? Ja. Ah, hier geht's weiter. Da würde ich auch nochmal gerne hoch. Aber man kann ja nicht Leitern hochklettern. Schade. So, komm. Niemand da. Niemand. Gehen wir doch mal nach Velusa. Und kurz Truppen, durchschnittlich motiviert. Warum nur durchschnittlich? Die sollten mal ein bisschen höhere Moral hier. Das regt mich schon ein bisschen auf. Weil wir gewinnen doch jetzt alle Schlachten und... Ihr Geld kriegen sie auch alle. Lol. Lol, welches Dorf. Aber ganz kurz. Das hier hinten, mein Dorf wurde überfallen. Da könnte er auch nicht viel machen. Soll mal Truppen rekrutieren, was soll denn das? Boah, ist das blöd. Na, erstmal zu Schenke und dann machen wir mal ein Turnier mit. Aber ich glaube, das sind auch... Ich weiß nie, wo die Lanzenturniere sind, ich vergesse das immer. Komm, Lösegeld für... Hallo, was soll denn das? Die sind alle weg. Aber egal, machen wir erstmal mit. Das würde ich jetzt schon gerne gewinnen. Na! Ah! Natürlich verliert meiner wieder. Na! Ah! Was soll denn das? Warum blockt sein Schild, wenn er nicht blockt? Boah! Oh Gott, Kleti macht mit. Ernsthaft? Wenn Kleti mitmacht, können wir ja nur gewinnen, oder? Aber ich glaube, die ist halt schon wieder bewusstlos. Ist ja ihr Hobby, glaube ich, bewusstlos sein. Und dann Kohle kassieren, ne? Sollt. Trauriger Baba. Ich glaube, ich schaffe das noch nicht mal mehr. Außer es ist noch der eine. Ja. Aber der macht mich. Nee, doch nicht. Oh Gott! Ich bring wieder so Leute wie Kleti weiter. Naja. Kannst du nichts machen, ja. Oh, es gibt Lanzen in dem Turnier. Ich will dein Pferd! Ah, perfekt. Komm, spring drauf. Spring! Auf das Pferd. Wie bei Assassin's Creed. Ah! Ja. Der ist eingekesselt. Der kann nicht viel tun. Lol, der ist immer noch da. Jetzt ist er weg. Lul. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Unglaublich. Muss ich mal was essen jetzt gleich. Es ist ja noch früh am Morgen. Lol. Gib mir dein Pferd. Gib mir dein Pferd. Nein, nicht das Pferd. Oh. Ich hab Volltrottel. Schlägt das Pferd bewusstlos. Aber es scheint, habe ich gute Truppen, ne? Ich habe echt gute Truppen auf einmal. Also jetzt hier beim Turnier. Ah.
Elite-Soldat. Ich will auch Elite-Soldaten haben. Los, Klingenschwert. Na geil. Gott, Alter, wie hier alle mit Nahrung schießen. Hallo, habe ich keine. Doch, der schießt da hinten rum. Ich hab schon gedacht, ich habe keine Verbündeten mehr. Ja, so ist das. Sollten wir aber bald mal im Finale sein, oder? Wir sind noch 4 Teilnehmer. Gut, Halbfinale. Ja, meine Bogenschießkünste reißen. Oh, reichen dafür aus. Perfekt. Wenn ich jetzt mit einer Lanze kämpfe, dann rege ich mich auf, ja. Oh Mann, das war so klar. Aber ein Glück hat er kein Schild. Ein Glück hat der kein Schild, weil das würde aufregen. Oh, sehr schön, ey. Da habe ich die Skills ausgepackt in meiner Lanze hier. Gut, perfekt. 4000 Dinare haben wir erhalten. Kann er gleich mal zum Marktplatz gehen, oder? Und das ausgeben. Jetzt sind wir wieder bei 34.000. Achso, können wir uns über Wasser halten. Gut, dann gehen wir doch gleich wieder hier rüber. Ah, ne, die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Gut. Dann werde ich jetzt was essen und nehme dann auf. Und dann wünsche ich euch noch eine super geile Woche. Oder was auch immer jetzt für ein Tag ist. Keine Ahnung. Also, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Genau. Ciao.